Wochenhoroskop Zwillinge und Krebs vom 13. bis 19.02.2023. Wochenhoroskop Zwillinge. Liebe und Partnerschaft. Die ungebundenen Vertreter ihres Sternzeichens verkümmern regelrecht in ihrem Single-Dasein. Doch das ließe sich ganz leicht ändern. Ziehen Sie doch mal wieder mit Ihren Freunden um die Häuser. Das tut Ihrer Stimmung gut und verbessert Ihre Chancen, jemanden kennenzulernen. Gesundheit und Wellness. Es ist an der Zeit, dass Ihren Worten auch mal Taten folgen. Fangen Sie endlich damit an, Ihr Leben so zu leben, wie Sie es schon so lange leben möchten. Ihre Träume müssen keine Träume bleiben, sondern könnten nun auch Wirklichkeit werden. Beruf und Karriere. Sie wären gut beraten, wenn Sie mit den Kollegen offen über Ihre Schwierigkeiten reden würden. Dann könnten Sie auch schnell bessere Leistungen bringen. Single und Flirt. Heute sollten Sie mal wieder ausgehen. Mischen Sie sich mit Ihren Freunden unter Menschen und kommen mal wieder auf andere Gedanken. Sie kommen bei anderen Menschen gut an, auch wenn Sie das selbst gar nicht glauben. Geld und Finanzen. Sie verstehen es jetzt sehr gut, Ihr Geld gut zusammenzuhalten und machen keine Experimente, wenn es um Ihre Finanzen geht. Damit tun Sie gut und legen schon jetzt eine solide Basis für die Zukunft. Teenager und Kind. Mit kühler Logik, klarem Kopf und schnellen Handlungen wirst du jetzt einige Schritte in deinem noch jungen Leben nach vorne machen. Du solltest aber aufpassen, dass du dich von deinen Freunden nicht abgrenzt. Auf Spaß sollte man auf keinen Fall verzichten. Mutter und Hausfrau. Nutzen Sie die Tatkraft, um Ihren langfristigen Zielen einen Schritt näher zu kommen. Wenn es in Ihrem Leben etwas gibt, zu dem Sie sich berufen fühlen, sollten Sie heute die Weichen in die entsprechende Richtung stellen. Jetzt geht vieles leichter und Sie werden nicht ewig Mutter sein. Wochenhoroskop Krebs vom 13. bis 19.02.2023. Liebe und Partnerschaft. Sie neigen momentan zu Unzufriedenheit. Nichts scheint Ihnen so recht zu passen und das ist nur schwer zu verstehen, denn andere Menschen widmen Ihnen ihre volle Aufmerksamkeit. Anstatt immer nur das Haar in der Suppe zu suchen, kümmern Sie sich lieber um Ihren Partner und wenden Sie sich gemeinsam den vielen schönen Dingen des Lebens zu. Gesundheit und Wellness. Sie sollten momentan Ihre Zeit nicht nur auf dem Sofa verbringen. Tun Sie sich selbst etwas Gutes, treffen Sie sich mit Freunden und lachen und feiern Sie. Zeigen Sie einfach etwas mehr Spontanität und Sie werden sehen, wie gut Ihnen das tut. Beruf und Karriere. Ihr Geschick für berufliche Verhandlungen ist momentan wirklich sagenhaft. Freuen Sie sich über diese glückliche Fügung, denn es winken neue Geschäfte und Gewinne. Single und Flirt. Sie neigen dazu, recht hohe Erwartungen an andere zu stellen. Das ist völlig in Ordnung, denn Sie haben ja auch etwas zu bieten. Sie gehen dabei gern taktisch vor und verbinden Flirten meist mit guten Gesprächen. Geld und Finanzen. Warum immer nur so geizig sein? Lassen Sie doch andere auch mal an Ihrem Glück teilhaben. Sie müssen Ihr Geld ja nicht alles verschenken, aber man kann ja auch mal eine gute Tat tun und anderen auch mal eine Freude machen. Teenager und Kind. Du hast das Gefühl, dass du viel mehr Freude erlebst, wenn du anderen gegenüber großzügig bist. Mit anderen Leuten gehst du sehr freundlich um und fühlst dich wohl, wenn die anderen auch nett zu dir sind. Mutter und Hausfrau. Von Ereignislosigkeit, die ihnen sowieso nicht geheuer ist, kann jetzt keine Rede sein. Auch wenn manche Veränderungsprozesse eher subtil ablaufen und ihre Zeit brauchen. Die Familie nimmt sie als Mutter voll in Anspruch. Gönnen Sie sich aber auch mal eine Pause. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Wir veröffentlichen nicht nur aktuelle wöchentliche Horoskope, sondern auch Informationen zu Sternzeichen und vieles Wissenswertes dazu. Klicken Sie dazu unten auf den Button Abonnieren und verpassen Sie die neuen Videos nicht mehr. Haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse.